Ja, ich freue mich, dass Frau Professor Teda Borde als nächste Referentin für uns zur Verfügung steht. Frau Borde studierte Politologie und Gesundheitswissenschaften und promovierte in Public Health an der TU Berlin. Sie arbeitete dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Public Health Forschung der Charité und leitete ein Bildungs- und Beratungszentrum für Immigrantinnen. Seit 2004 ist sie Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, die sie auch von 2010 bis 2014 als Rektorin leitete. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Migration, Diversität und Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung, Frauen- und Muttergesundheit sowie interprofessionelle Bildung. Frau Borde ist unter anderem Mitglied im Vorstand von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V., im Kuratorium des Muttergenesungswerkes und im Beirat des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen. In unserem Vorgespräch haben Sie besonders hervorgehoben, dass eine gute Kooperation und Versorgung geflüchteter Frauen bisher stark vom individuellen Engagement einzelner Frauen abhängt. Und so ist Ihr Wunsch, die Diversität der Bevölkerung sowohl in der Qualität als auch in der kooperativen Versorgungspraxis rund um die Geburt als selbstverständlich zu betrachten und entsprechende Kompetenzen und zuverlässige Strukturen flächendeckend zu etablieren. Ich freue mich sehr, dass Ihr Vortrag Flucht, Migration mitgedacht, gute Versorgung für alle ermöglichen, dazu einen Beitrag leisten kann. Und erteile Ihnen gerne das Wort. Okay, Augenblick, ich will meinen Bildschirm freigeben. Wo bin ich? Hier. Ich denke, man kann es jetzt sehen. Augenblick noch. So, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei dieser wichtigen Tagung dabei sein kann und auch das Thema Migration und Flucht hier einen Platz findet. Und ich freue mich auch, dass ich relativ am Anfang des Programms bin, weil es geht schon auch darum, diesen Aspekt mitzudenken und auch als selbstverständlich zu betrachten. Ich danke auch Frau Ingrid Mühlhauser für ihre klaren Worte, was die Versorgung betrifft, dass es hier tatsächlich Probleme ja, sage ich, Gesundheitsversorgung geht, darum geht, dass hier auch bestimmte wirtschaftliche Interessen häufig im Vordergrund stehen und nicht unbedingt die Interessen der Frauen, die zu versorgen sind. Zunächst mal möchte ich unseren Bundeskanzler hier zitieren, der gesagt hat, Anfang Oktober, eins steht fest, wir brauchen Zuwanderung. Also inzwischen ist es überall bekannt, dass wir aus demografischen und ökonomischen Gründen auf die Zuwanderung angewiesen sind. Und wir haben auf der anderen Seite aktuelle und auch anhaltende globale Migrationstrends. Inzwischen wird auch darüber gesprochen, die Zuwanderungsgesetz nochmal wieder zu verändern, um auch dieser ökonomischen und demografischen Bedeutung besser gerecht zu werden. Menschen kommen nach Deutschland und auch in andere Länder als unqualifizierte oder qualifizierte Arbeitsimmigranten, auch im Gesundheitspersonal, das wissen wir alle, Fachkräftemangel im Gesundheitswesen wird direkt angeworben, Gesundheitspersonal in der Pflege. Familienzusammenführung ist ein weiterer Trend, der da eine wichtige Rolle spielt. Wir haben mit irregulärer Migration zu tun, aber auch Migration innerhalb Europas, überwiegend Ost-West und Süd-Nord. Und inzwischen auch deutlich geworden, nicht nur aus Syrien vor 6 Jahren, sondern jetzt auch direkt aus der Ukraine, Flucht aus Kriegs- und Krisengebieten. Wenn wir uns die Alterspyramide mal anschauen. Das hat hier das Statistische Bundesamt sehr schön dargestellt. Hier ist der Anteil der einheimischen Bevölkerung, die nicht migriert sind. Die Grünen hier im Bereich sind diejenigen, die Nachkommen, direkten Nachkommen von zugewanderten Menschen. Und hier haben wir den großen Teil auch der Erwachsenen, die neu zugewandert sind. Wenn wir uns die Mütter anschauen, die in Deutschland ein Kind geboren haben und eine
selber eine ausländische Staatsangehörigkeit haben, dann macht das etwa 24% aus. In Berlin sind es etwa 34%. Und wir haben hier auch eine Diskrepanz zwischen den neuen und den alten Bundesländern. Wenn man sich die Geburtenziffer anguckt, bei den deutschen Staatsangehörigen liegt die bei 1,43 und bei den ausländischen Staatsangehörigen bei 2,0. Das heißt, sie liegt etwas höher. Tendenz ist aber rückläufig in den letzten 4, 5 Jahren. Ich möchte, wir haben auch Frauen zugehört. Frau Hartmann, das hat mir sehr gut gefallen, was Sie dargestellt haben. Wir haben das im Rahmen einer Studie machen können. Wir haben durch die DFG ein Forschungsprojekt gefördert bekommen zum Thema Versorgung geflüchteter Frauen in Schwangerschaft und Geburt. Dieses Forschungsprojekt ist eingebettet in eine größere Forschungsgruppe, die sich Public Health Linse nennt, wo es darum geht, über die Situation geflüchteter Menschen einen Blick zu bekommen auf gesundheitliche Versorgung insgesamt, aber auch auf den Einfluss sozialer Determinanten auf Gesundheit. Dieses Projekt hat sowohl einen quantitativen als auch einen qualitativen Teil. Die quantitative Studienteil ist an der Charité angesiedelt, der qualitative Strang bei uns an der Alice-Salomon-Hochschule. Wir haben mit inzwischen 3.441 Müttern 1 bis 2 Tage nach der Geburt in 3 Berliner Geburtskliniken standardisierte Interviews durchgeführt. Das hat vor allen Dingen Luise Teschemacher gemacht. Da die Perinataldaten nur unzureichende Hinweise geben auf Aspekte zur sozialen Lage oder auch zu Migrationsaspekten, haben wir diese Befragung durchgeführt, um dann auch die Perinataldaten, die ja regelmäßig erfasst werden, mit diesen zu kombinieren. Da auch hineingekommen sind Aspekte aus den Mutterpässen, aber darüber werde ich heute nicht berichten, weil die Daten noch in der Auswertung sind. Heute konzentrieren wir uns auf den qualitativen Studienteil. Hier haben wir vertiefende Interviews mit Gesundheitsfachkräften und geflüchteten Frauen geführt. Bei den Frauen haben wir Mütter befragt, wo das Kind bis zu 9 Monate alt war, um auch einen Einblick zu bekommen in mögliche kontextuelle Faktoren. Haben wir die Befragung in 3 Bundesländern durchgeführt. Und hier geht es vor allen Dingen um das subjektive Erleben der Versorgung, Erfahrungen in Lebens- sowie in Arbeitskontexten, dann bei den Fachkräften während und nach der Geburt. Das Projekt ist jetzt kurz davor abgeschlossen zu werden und wir sind fleißig dabei, das jetzt auch zusammenzuschreiben. Wir hatten eine ganze Gruppe von studentischen Mitarbeiterinnen, die hier mitgearbeitet haben. Martha Engelhardt und Razan Almunjit sind unsere Doktorandinnen in dem Teil und Razan Almunjit, die heute auch da hier ist, hat ein Schwerpunktprojekt nochmal zum Thema psychische Gesundheit. Gut, zu den Ergebnissen erstmal die Stichprobe. Wir haben 74 Fachkräfte befragt. Die Berufsgruppen sind Hebammen, Familienhebammen, Gynäkologinnen und Sozialarbeiterinnen. Arbeitskontexte auch sehr heterogen, stationär, ambulant und aufsuchend. Und wir haben aufgrund der Covid-Pandemie diese Fachkräfteinterviews als Video- oder Telefoninterviews durchgeführt. Bei den geflüchteten Frauen haben wir 33 Frauen befragt und die Interviews dauerten 60 bis 90 Minuten. Hier haben wir trotz Covid darauf bestanden, dass wir das unter schwierigsten Bedingungen persönlich machen, in persönlichen Interviews. In unserem Team waren viele Sprachen vertreten, Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch. Und wir haben, wenn eine Sprache nicht im Team vertreten war, auch mit qualifizierten Sprachmittlerinnen zusammengearbeitet. Sie können hier sehen, aus welchen Ländern die Frauen kommen. Es ist sehr, sehr heterogen. Wir haben Frauen aus verschiedenen afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern und aus dem Nahen Osten erreicht. Und was auch für unsere Stichprobe wichtig ist, dass wir sowohl Frauen erreicht haben, die in Wohnungen leben, als auch Frauen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben.
Ich werde ein paar Ergebnisse vorstellen oder auch zur Diskussion stellen. Ein wichtiges Ergebnis ist, dass prekäre Lebensbedingungen die Gesundheit geflüchteter Frauen rund um Schwangerschaft und Geburt sehr belasten. Das sind Aspekte, von denen, mit denen wir als einheimische, weiße, deutsche, sage ich mal, relativ wenig zu tun haben. Nämlich ein unsicherer Aufenthaltsstatus, das Leben in einer Gemeinschaftsunterkunft, bürokratische Hürden, Diskriminierungserfahrungen, Sprachbarrieren und auch fehlende soziale Unterstützung, vor allen Dingen aus dem Grund, dass die Familie häufig auf die Kernfamilie zusammengeschrumpft ist. Also ein Unterstützungspotenzial, das in den Herkunftsländern vorhanden gewesen ist, hier im Exil einfach fehlt. Diese prekären Lebensbedingungen wirken sich auch auf die Gesundheit der Frauen aus. Sie haben berichtet über Schmerzen, Blutungen, Entzündung der Kaiserschnittnarbe, Schlafprobleme, aber auch Stress, Unwohlsein, Sorgen um das, Moment, um das Neugeborene, psychische Belastung der Geschwisterkinder dadurch, Angst, Hoffnungslosigkeit und Depression. Und wir wollen auch darauf hinweisen, dass natürlich die Gesundheit der Mütter in diesem Fall auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder haben kann. Ein weiteres Ergebnis ist, dass obwohl geflüchtete und emigrierte Frauen keine homogene Gruppe sind, stellt Flucht und Migration zunächst einmal einen Bruch mit vorher vorhandenen Kompetenzen, Ressourcen und Sicherheiten dar. Die Frauen haben eine eingeschränkte sprachliche Kommunikationsfähigkeit, wenn sie mit deutschen Einrichtungen zu tun haben. Sie haben eingeschränkte familiale und soziale Netzwerke, eingeschränkte Kenntnis des Versorgungssystems, auch eingeschränkte Gesundheitskompetenzen, auch wenig Kenntnisse über Rechte und Ansprüche und sie können sich auch nicht so zur Wehr setzen, wie sie das gegebenenfalls in ihrem Herkunftsland machen könnten. Für die Fachkräfte sind die ungelösten Sprachbarrieren ein ganz wesentliches Problem, aber auch Personalmangel und damit verbundene eingeschränkte Handlungsmacht. Alle befragten Fachkräfte problematisierten die Sprachbarrieren und betonen einen Mangel an Sprachmittlung. Und wir haben festgestellt, dass sie sich in einem Spannungsfeld befinden zwischen eigenen hohen professionellen Ansprüchen, aber gleichzeitig einem pragmatischen Vorgehen. Also nach dem Motto, naja, wenn es jetzt nicht anders geht, dann machen wir halt die Kommunikation mit Händen und Füßen. Das Ganze wird umrahmt von strukturellen Faktoren wie Personal- und Zeitmangel, aber auch das, was jetzt Frau Thormann schon zitiert hat von meinen Angaben. Es hängt auch sehr viel davon ab, wie engagiert eine Mitarbeiterin ist, wie ihre persönliche Einstellung ist und wie gut sie über kooperative Strukturen Bescheid weiß, ob einer Frau dann die richtige Instanz, ob eine Frau der richtigen Instanz zugeführt wird. Ich habe hier zwei Zitate mitgebracht aus unseren Fachkräfteinterviews. Da sagt eine Hebamme, die ambulant tätig ist, die Frauen mit Fluchterfahrung laufen manchmal so ein bisschen nebenher. Es wird alles gemacht, was gebraucht wird, aber das Psychosoziale fällt unter den Tisch, weil man nicht so an die Frauen rankommt. Eine Hebamme in einer Klinik sagt, wenn ich ein Bild malen würde, wären Flüchtlingsfrauen definitiv wie Schattenfiguren. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht so ernst genommen werden. Man kann sie besser ignorieren, weil sie ihre Bedürfnisse nicht so gut ausdrücken können wie Frauen ohne Sprachbarriere. Das heißt also, hier sehen wir deutlich, dass an der Sprache und auch an dieser eingeschränkten Lebenslage, also aufgrund des Bruchs, der durch die Migration oder die Flucht entstanden ist, einfach ein erhöhter Versorgungsbedarf auch da ist. Auch für die geflüchteten Frauen haben wir hier das Thema Sprachbarriere nochmal analysiert. Sprachbarrieren sind häufig verbunden mit fehlender Information und mit fehlender Handlungsmacht.
Viele Frauen äußerten Angst aufgrund der Sprachbarriere. Gleichzeitig akzeptieren sie als normal, dass Sprachmittlung fehlt. Sie äußern auch keine Ansprüche in Bezug auf die Sprachmittlung und sehen die Verantwortung bei sich selbst. Die meisten Frauen haben eigene Lösungen organisiert. Eine Freundin am Telefon, Ehepartner, teilweise auch Kinder, die sie mitgebracht haben zum Übersetzen. Und man kann durchaus sagen, dass diese eigenen Lösungen sehr unzureichend sind und einfach der Not geschuldet sind. Also hier auch ein Pragmatismus in einem System, das nicht richtig funktioniert. Die Frauen bekommen nicht alle Informationen, die sie brauchen. Das ist ein ganz wichtiges Fazit, was wir hier ziehen können. Und hier ist ein Interview von einer arabischsprachigen Mutter, die selber eine Facebook-Gruppe aufgemacht hat, rund um Schwangerschaft und Geburt. Wir haben dieses Interview, Razan Al-Munjid hat das Interview auf Arabisch geführt. Wir haben es dann auf Englisch übersetzt und ich werde jetzt mal auf Englisch das zumuten. There are a lot of things that could have helped us, but we don't know about them. We need someone to explain or inform us, like an application in Arabic in this period. For example, you can get help from the midwife. A lot of women in groups on Facebook, they are asking, what is a midwife? Although they are in their 8th or 9th month or even 2 days before delivery, I get surprised. Like I tell myself, is that possible that her gynecologist didn't tell her who the midwife is? Hier haben wir auch die Problematik der dass auch hier die Kommunikation zwischen den Berufsgruppen nicht besonders gut funktioniert. Die Folge unzureichender Kommunikation und Information ist Vernachlässigung. Geflüchtete Frauen berichten, dass sie während der Geburt keine Fragen stellen konnten, keine Wahl hatten, sich ausgeliefert und alleingelassen und diskriminiert fühlten. Und eine Frau, das möchte ich hier auch noch mal zum Ausdruck bringen, sagt, ich war im Krankenhaus und habe mein Kind ganz allein bekommen. Ich habe die Reinigungsfrau gebeten, den Arzt zu holen. Und als sie schließlich kamen, war mein Kind schon da. Die Interviews mit den Müttern geben Hinweise auf gravierende Fehlinformationen sowie Aufklärungs- und Versorgungsdefizite vor, während und nach der Geburt. Zur Hebammenbetreuung in Schwangerschaft und Geburt können wir feststellen, dass nur sehr wenige Mütter ambulant von einer Hebamme betreut wurden oder von einer Familienhebamme unterstützt wurden. In Berlin haben wir eine besondere Situation durch die Hebammen, die direkt vom Landesamt für Geflüchtete angestellt werden. Wenn Frauen eine vertrauensvolle Beziehung zur Hebamme hatten oder wenn die hergestellt werden konnte, dann bewerteten sie diese Unterstützung als sehr wertvoll. Und auch gute Vorerfahrungen der Frauen haben die Akzeptanz und Nutzung der frühen Hilfen sehr stark positiv beeinflusst. Bei Kommunikationsbarrieren kann man sagen, dass die Potenziale der interprofessionellen Kooperation überhaupt nicht ausgeschöpft werden. Wir haben auch Familienhebammen mit einbezogen und FGKKPs. Sie unterscheiden zwischen Müttern, mit denen sie gut sprechen können, und Müttern, bei denen es mit der verbalen Kommunikation nicht klappt. Bei Sprachbarrieren ist eine ausreichende, auf die individuelle Situation der Mütter, familienzugeschnittene Information nicht möglich. Und sie beklagen auch deutlich limitierte Möglichkeiten, einen Bedarf an weiterführenden Hilfen zu ermitteln und einzuleiten. Was wir in unseren Interviews auch herausarbeiten konnten, war, dass es eine unzureichende Kommunikation und Information zwischen den Versorgungsinstanzen gibt. Und diese unzureichende Kommunikation verhindert und verzögert den Zugang der geflüchteten Frauen zu notwendigen Versorgungs- und Unterstützungsangeboten rund um Schwangerschaft und Geburt. Das heißt, wir haben hier Kommunikationsbarrieren gekoppelt mit Sprachbarrieren, die am Ende dann zu so einer, man kann sagen, Unterversorgung führen. Ja. Ich komme schon zur Zusammenfassung. Also Flucht und Migration kann man eigentlich nicht wegdenken. Die kooperativen Strukturen um Schwangerschaft und Geburt sind gerade für geflüchtete Frauen besonders relevant. Sie werden aber nicht angemessen erreicht.
Fachkräfte werden ihren eigenen Ansprüchen an eine gute Versorgung bei Geflüchteten, vor allem bei Sprachbarrieren, sehr selten gerecht. Die Potenziale kooperativer Versorgungs- und Betreuungsformen zwischen Frauenärztinnen, Hebammen, Sprachmittlerinnen, Familienhebammen, Sozialarbeiterinnen und weiteren Stellen sind deutlich ausbaufähig, auch in Bezug auf psychische Gesundheit. Die für die gute Versorgung notwendige Kooperation ist bisher zu stark vom individuellen Engagement einzelner Fachkräfte abhängig. Ich denke, wir müssen das Thema Migration und Flucht, ich mache das sehr gerne, das hier auch nochmal in einem besonderen Beitrag auch vorzustellen. Aber ich denke, das Mitdenken dieser Thematik sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und wir hatten gerade bei Motherhood, da ist mein Appell auch an Motherhood, auch hier sich interkulturell zu öffnen, dass auch Frauen, die beispielsweise die deutsche Sprache nicht so gut sprechen, eine Möglichkeit haben, hier zu Wort zu kommen und ihre Klagen, Beschwerden auch mit einzureichen. Wir müssen den Blick auf Geflüchtete und immigrierte Frauen verändern. Von einem Blick auf Opfer im Sinne von Viktimisierung oder auch im Sinne von anders sein, anders machen und damit auch verhindern, dass exkludierende Praktiken stattfinden. Wir haben die Frauen, die wir interviewt haben, als handlungsmächtige Akteurinnen erlebt, mit Wissen, Kompetenzen und Interessen. Und es geht im Grunde über die gerade auch in der Zeit von Schwangerschaft und Geburt darum, die Frauen in dieser sehr sensiblen Lebensphase zu erreichen mit kooperativen Strategien des Empowerments in einer Zeit der Neuorientierung. Ich hatte erst gedacht, das ist eine temporäre Desorientierung. Aber ich denke, die Neuorientierung spielt eine ganz wichtige Rolle, die ja auch verbunden ist mit der Geburt eines neuen Kindes. Es geht darum, Zugänge zu erleichtern, niedrigschwellige Angebote aufzubauen und auch zur Verfügung zu stellen, gute Kommunikation und Information sicherzustellen, qualifizierte Sprachmittlung selbstverständlich einsetzen und eben nicht mit Händen und Füßen sprechen, aber auch das vorhandene Wissen dieser Frauen erstmal in Erfahrung bringen, dann respektieren und aktiv aktivieren, Teilhabe ermöglichen. Und ein wichtiger Aspekt, der uns auch aufgefallen ist, die Frauen sind gut organisiert, beispielsweise über soziale Medien, Facebook-Gruppen, wo sie sehr viel Information holen. Sie sind auch in der digitalen Welt zu Hause. YouTube-Videos beispielsweise werden gern gesehen, um sich selber Informationen zu holen in der eigenen Sprache, die sie sonst nicht bekommen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir hier nicht nur die Kooperation zwischen FrauenärztInnen und Hebammen betrachten, sondern eine ganz wichtige Berufsgruppe, die hier gerade in der Situation von neu zugewanderten Schwangeren und Müttern eine wichtige Rolle spielt, das sind die qualifizierten Sprachmittlerinnen. Auch Sozialarbeiterinnen spielen eine wesentliche Rolle bei der Eröffnung von Zugängen, bei der Unterstützung der Vernetzung und die frühen Hilfen, denke ich, insbesondere für Frauen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, aber auch neu zugewanderte Frauen. Die Potenziale der frühen Hilfen sind hier auch längst noch nicht ausgeschöpft. Wir hatten bei etwa einem Drittel der 33 Frauen, die wir interviewt haben, ein Problem festgestellt, dass Geburtsurkunden nicht ausgestellt wurden für die Kinder, verzögert waren. Und da denke ich, da gibt es dann auch die Notwendigkeit, hier weitere Kooperationen aufzubauen mit Standesämtern, damit die Frauen bzw. die Kinder zu ihrem Recht auf eine Geburtsurkunde kommen. Die Kooperation mit Selbstorganisationen ist auch von großer Bedeutung. Das hat uns auch in unserem Forschungsprojekt geholfen bei der Entwicklung unserer Interviewleitfäden, dass wir zum Beispiel über die Kooperation mit Space to Grow, das ist ja eine Selbstorganisation geflüchteter Frauen, die uns angeregt haben, das Thema
Thema Geburtsurkunden mit aufzunehmen, anzusprechen. Und tatsächlich haben wir jetzt auch Belege dafür gefunden, wie schwierig das ist. Und ein weiterer Aspekt, der uns auch von der Selbstorganisation mit ans Herz gelegt worden ist, die Frage nach Rassismuserfahrungen mit aufzunehmen, weil die Frauen gesagt haben, also in der Selbstorganisation, wenn du nicht danach fragst, dann wird das auch nicht angesprochen. Und wir haben tatsächlich hier auch einiges, was wir dann später veröffentlichen werden dazu. Ein wichtiger Aspekt, den ich jetzt hier als letztes Statement noch sagen möchte, ist, dass wir bei der Qualifizierung des Gesundheitspersonals in Studium, Aus- und Weiterbildung, und ich sehe auch diese Veranstaltung hier als eine sehr wichtige Weiterbildungsveranstaltung, dass hier ein viel stärkerer Fokus gelegt werden muss auf interprofessionelle Kooperation. Viele Fachkräfte agieren vorwiegend in ihren eigenen Handlungsfeldern. Der weitere Aspekt ist die Diversitätsgerechtigkeit, dass es einfach in die Curricula rein muss als Pflichtveranstaltung, dass wir mit Zuwanderung zu tun haben, dass wir Menschen haben, die aus unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten kommen und dass die natürlich auch in der Versorgung auftauchen. Und ein weiterer Aspekt, den ich noch hervorheben möchte für die Qualifikation, ist auch die Kommunikation im Trialog mit Sprachmittlung. Da wir haben inzwischen im Koalitionsvertrag ja auch drin, dass Sprachmittlung über die GKV finanziert werden soll. Und ich denke, da ist noch eine große Anstrengung nötig, einmal was die Finanzierung betrifft, aber auch was das Bewusstsein der Fachkräfte betrifft, dann auch Sprachmittlung einzusetzen, damit auch Menschen, Frauen in diesem Fall, die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, ihre Ansprüche und Rechte bekommen. Dazu vielleicht noch ein Hinweis ist, wir haben gerade mit einer großen Gruppe von vielen Akteuren ein Positionspapier zum Thema Sprachmittlung entwickelt, um das, was im Koalitionsvertrag geschrieben ist, auch nochmal nachdrücklich weiter zu fordern. Soweit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.